Yo, was geht ab, Leute? Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge von So trainiert die Community. Ich reacte auf euer Kampfsport-Equipment. Wenn auch du Bock hast, dass ich auf dein Kampfsport-Set reagiere, schick mir auf Instagram einfach ein Foto, bitte in Querformat von deiner Ausrüstung und dann packe ich es in eine der nächsten Folgen rein. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, unter allen Teilnehmern, die in den ersten 10 Folgen hier bei diesem Format mitmachen, verlose mir einen Kumpan-Gutschein in Höhe von 50 Euro. Und wenn wir schon mal dabei sind, wenn du ein neues Kampfsport-Equipment oder neue Fightwear brauchst, bist du auf kumpan.de genau richtig. Hier findest du wirklich alles, was du brauchst und mit unserem Code KSTC10 sparst du 10% auf deine nächste Bestellung. So, genug belabert. Ich habe heute wieder 5 Sets für euch mit dabei. Let's go. So, Freunde, dann starten wir direkt mal rein mit Set Nummer 1 von der lieben Julia. Wir fangen jetzt einfach mal mit den Schienbeinschützern an. Von der Firma Venom, die Elite-Serie. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr stabiles Paar. Schienbeinschützer in der Farbe Khaki-Schwarz, sieht sehr cool aus. Die rocken auf jeden Fall richtig hart. Hier heute mal wieder etwas, ich sag mal was Besonderes, von der Marke, die jetzt nicht so häufig vorkommt, und zwar von der Marke Hayabusa, kommt aus Kanada. Das ist das T3 Modell, wenn ich mich nicht irre. Weiß-grau oder weiß-beige, I don't know, weiß-beige, oder? Weiß-grau-beige, würde ich sagen. Und ja, was macht den Handschuh aus? Also sehr, sehr stabile Verarbeitung. Man erkennt halt sofort, dass es ein Hayabusa ist. Erstmal haben wir da natürlich die Prägung von dem Adler hier vorne drauf. Sie hat meine Seele gesehen, sie hat gesehen, der ist frei wie ein Adler und hat es verstanden. Da sieht man es natürlich direkt, wenn man die Marke kennt. Hayabusa steht hier nochmal auf dem Klettverschluss drauf. Und insgesamt hat der Handschuh einfach einen sehr futuristischen Look, ja, mit diesen ganzen Paneelen, die hier vereinzelt zusammengenäht worden sind. Und das Coole hierbei ist, hier haben wir nochmal einen anderen Stoff und der ist tatsächlich dafür da, dass man sich während des Trainings damit den Schweiß gut aus dem Gesicht wischen kann. Die Hayabusa Boxhandschuhe sind die Boxhandschuhe, wo ich bis jetzt das beste Gefühl hatte, was Thema Handgelenkschutz angeht. Sehr, sehr cooles Set. Venom Schienbeinschützer, da sind wir bei, lass mich nicht lügen, ich meine 120 Euro ungefähr kosten die Elite, 110, 120 Euro irgendwo dazwischen. Und bei dem T3 Modell müssten wir auch zwischen 180 und 190 Euro sein. Also das ist wirklich ein Boxhandschuh, der im höheren Preissegment ist. Aber für das Geld bekommt man definitiv was. Und jetzt bewerten wir das Ganze. Dadurch, dass wir hier jetzt einen Handschuh haben, der jetzt nicht so oft vorkommt. Ich mag das halt, wenn jemand Sachen hat, die halt nicht jeder hat, die nicht so oft vorkommen. Die Venom Schienbeinschützer auch sehr, sehr solide. Wir geben dem Set jetzt einfach mal 9 von 10, weil da jetzt noch eine Muay Thai Shorts fehlt. Das ist meine Begründung. Danke für die Einsendung, Julia. Und dann springen wir direkt mal zum nächsten Set. Marvin haben wir hier. Ich glaube, der Bree steht auf schwarz, würde ich mal behaupten. BGV 1 Boxhandschuhe von der Firma Fairtex, sehr, sehr solide, sehr, sehr beliebte Boxhandschuhe. Die passende Hose dazu ist natürlich geil, ne? Ich bin auch ein Fan davon, wenn man irgendwie ein Set hat, wo alles mit übereinstimmt, weil alles von der gleichen Marke ist, ist kein Muss. Ich feiere das persönlich aber auch sehr. Fairtex einmal fett auf der Front drauf. Hier habe ich am Anfang gar nicht gesehen, haben wir zwei Koi-Fische. Ein T-Shirt von der Firma 8 Weapons, hier steht Traditional Thai Boxing drauf, Muay Thai mit den zwei Tigern. Wenn ihr Boxbandagen braucht, ich kann es nicht oft genug sagen, lasst die Finger von Venom, schnappt euch 8 Weapons, Booster, Fairtex, Boxbandagen, das sind so mit die besten, und Ringlife Boxbandagen, die kann ich auch empfehlen. T-Shirt von 8 Weapons, 25 Euro. Dieses Modell, Fairtex, 40 Euro schätze ich mal. 8 Weapons Boxbandagen sind wir bei knapp 10 Euro. So, und jetzt die BGV 1, Alter. Ich meine, da sind wir bei 100 Euro. Ich meine BGV 1 Fairtex 100 Euro. Ich hoffe, ich liege richtig. Sehr, sehr simples Set. Wobei ich sagen muss, Fairtex ist nicht meine Marke. Ich weiß nicht warum, aber Fairtex ist einfach nicht meine Marke. Komplett in schwarz. Wir geben dem ganzen Set 8 von 10 Punkten. Top. Marvin, danke für deine Einsendung. Bis zum nächsten Mal. Oh! So, was haben wir denn hier? Wer ist das? Maurice. Maurice oder Maurice? Maurice, oder? Maurice. So, was hat der liebe Maurice? Sehr, sehr geiles Set auf den ersten Blick. Wir haben hier viele verschiedene Farben direkt am Start, viele verschiedene Marken. Wir haben hier einmal die Shin Guards von der Firma Venom Black on Black. Wir haben die Twins Air, die Twin Special Air. In 10 Unzen in Grau-Rot. Sehr, sehr geile Farbkombi.
Und dann haben wir hier auch noch mal ein weiteres Paar Twins-Handschuhe mit 14 Unzen. Entweder sind es die BGVL3 oder BGVL4, da bin ich mir nicht sicher. Optisch nicht so leicht zu unterscheiden. Ich meine, es sind die BGVL3. Genau, auch eine sehr schöne Farbkombination, schwarz-gelb. Die 10 Paar dann wahrscheinlich für Sandbag-Training oder Padwork und die 14 Unzen dann sehr wahrscheinlich für Sparring und für Partner arbeiten. Finde ich schon mal cool, dass der Bruder hier, was soll das mit dem Fliegen, jetzt ein paar Boxhandschuhe hat. Ansonsten, ey, was soll ich sagen? Eight Weapons Muay Thai Shorts und ich finde dieses Modell so sexy. Ich habe mir dieses Modell auch fast geholt. Am Ende ist es dann das hier geworden. Sehr, sehr geiles Ding. Hier von der Firma Wicked. Aus Frankreich eine Muay Thai Shorts und auch sehr geil mit den Patches. Also Wicked macht sehr, sehr geile Muay Thai Shorts. Die haben mega geile Patches. Es ist so eine Marke, die macht so badass Sachen, die einfach nur böse aussehen sollen. Und ja, Schwarz-Gold geht immer. Also damit holt man mich immer komplett ab mit den zwei Baseballschlägern. Also es ist halt einfach eine geile Marke. Muay Thai Shorts ist geil. Hauptsächlich machen die Modern Cut Muay Thai Shorts. Brutal geiles Set, finde ich geil. Also eine Sache würde ich austauschen, ne? Das ist alles ziemlich pervers. Aber wenn man hier so geile Handschuhe hat und so geile Muay Thai Shorts, Bruder, dann brauchst du noch richtig geile Schienbeinschützer. Also das ist das Einzige, was ich austauschen würde. Ansonsten macht alles hier seinen Job. Besonders natürlich hier die Twins Boxhandschuhe, die Muay Thai Shorts. Aber hier könnte man eventuell aufstocken, wobei die hier auch schon echt gut sind. Ja, preislich 60 bis 70 Euro für die Schienbeinschützer. Jeweils für die Twins meine ich 165 Euro müssten das sein. 170 bis 100, ich meine 175, 75. 165 Euro kosten die aktuell. Die sind halt, da muss man dazu sagen, auch mega teuer geworden, die Twins Boxhandschuhe. Genau, und ansonsten, ja, Eight Weapons Muay Thai Shorts und Wicked Muay Thai Shorts im Vergleich zu anderen Muay Thai Shorts preislich auf jeden Fall nochmal ein bisschen teurer. Die liegen tatsächlich zwischen 60 und 70 Euro. Aussehen ist nicht alles, aber in geiler Klamotte macht das Training einfach mehr Spaß. Bruder, du hättest eine 10 von 10 bekommen können, Maurice. Aber ich gebe dir nur eine 9 von 10, weil die Schienbeinschützer, die sind gut, keine Frage. Aber das passt nicht zum Rest. Danke für deine Einsendung. Weiter geht's. Oh, so. Das Set, da muss ich nicht gucken, von wem das ist. Das von dem lieben Mika aus meinem Gym. Der steht auch auf geiles Equipment und er ist halt ein richtiger, wie man sieht, oder wie es vermuten lässt, ein großer Windy-Fan. Ja, auch eine sehr populäre thailändische Marke. Was hat es mit dieser Fliege auf sich? Sehr, sehr minimalistisch gehaltene Schienbeinschützer. Oben vorne das Logo Windy drauf, beziehungsweise das Bildlogo Windy. Hier unten steht nochmal Made in Thailand, meine ich, drauf. Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Das sind super solide Schienbeinschützer, die auch eine sehr gute Passform haben. Allerdings nicht aus Leder, sie sind aus Kunstleder, glaube ich. Und dann haben wir hier oben seine neuesten Boxhandschuhe. Windy Lace-Up Boxing Gloves. Und die sind wirklich pervers. Vollleder-Boxhandschuhe. Handmade in Thailand und die sind halt super geil. Lace-Up-Boxhandschuhe generell natürlich immer geil vom Fitting her. Auf dem Handgelenksschutz und dann oben auf dem Boxhandschuh, auf dem Handrücken noch einmal mit dem Fett Winnie drauf. Und wie gesagt, diese Boxkombination, diese Farbkombination weiß-gold, einfach unglaublich sexy. Mika hat auch ein paar Muay Thai-Shots von der Firma Top King und der Junge weiß einfach, was gut ist. Ja, und das ist die in Grau, Rot, Silber und puh, geil. Das ist halt einfach geil. Schienbeinschützer würde ich auf 100 Euro schätzen. Die Boxhandschuhe auf, boah, I don't know, 140 Euro. Der Mika hat mir gesagt, dass er die reduziert bekommen hat. Er hat, glaube ich, knapp über 100 bestellt, knapp über 100 bezahlt. Ich denke mal, die werden, wenn die nicht im Angebot sind, zwischen 140 und 150 Euro kosten. Und dann haben wir die Muay Thai Shorts und die von Top King Boxing kosten, meine ich, zwischen 50 und 60 Euro pro Shorts. Wie gesagt, geiles Set, geile Shorts, geile Marke, 10 von 10, 100%, danke für die Einsendung. Mika, auch sehr simpel gehalten. Da stellt sich natürlich die Frage, macht der Sami nur klassisches Boxen? Oder hat er gesagt, er will nur seine Boxhandschuhe zeigen, aber hat eigentlich auch Schoner und so? Sami, schreib es in die Kommentare, ich muss das wissen. Ein paar Boxbandagen von der Firma Venom und dann natürlich noch einen Mundschutz. Die Venom Challenger kosten, ich meine, um die 30 Euro, zwischen 20 und 30 Euro. Ich muss mir die definitiv auch nochmal bestellen und darüber auch nochmal ein Review machen. Aus Erinnerung raus ist der Handgelenkschutz für'n Arsch. Ich sag's mal, wie es ist. Auf gut Deutsch ist es für'n Arsch.
wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Venom Challenger 3.0 hatte oder ob es irgendwie eine vorherige Version war. Venom-Bandagen, ich habe es ja schon am Anfang des Videos gesagt. Habe ich es am Anfang des Videos gesagt? Leute, holt euch keine Venom-Bandagen. Die kosten genauso viel. Ich glaube, die kosten auch knapp 10 Euro. Wir sind bei, oder 7, 8 Euro kosten die. Und für das gleiche Geld bekommt ihr von anderen Firmen viel, 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 viel bessere Boxbandagen, die sich nicht nach 2 Monaten dann schon irgendwie auflösen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber dann kauft lieber was anderes. Venom Mundschutz hatte ich auch eine Zeit lang gehabt. 20 bis 30 Euro für die Boxhandschuhe, Bandagen 7 bis 8 Euro und für den Mundschutz zahlt man auch um die 10 Euro. Wir haben hier, ich sag mal, eine 6 von 10. Wir haben keine Schienbeinschützer hier, aber wäre natürlich gut zu wissen. Ansonsten macht man mit dem Set für den Anfang, wenn man Anfänger ist, wenn man Einsteiger ist, wenn man den Sport als zum ersten Mal macht, zum Reinfinden ist das ein super Set, keine Frage. Noch ein günstiges Paar Schienbeinschützer und dann hat man ein gutes Starter-Set, meiner Meinung nach. Ja, auch wenn die Bandagen erst sind. So, Sami, vielen lieben Dank für deine Einsendung. Für Dane. Vielen Dank für deine Einsendung und das war's dann auch schon. Ja, Leute, so schnell geht das. 5 Sets wieder komplett durchgerockt. Heute waren auch wieder richtig geile Sets dabei. Nochmal vielen lieben Dank an alle, die ihre Sets eingereicht haben. Wenn du, wie gesagt, auch mit dabei sein willst, folg mir auf Instagram, schick mir ein Foto von deinem Set. Bitte in Querformat, nicht Hochformat, damit das hier für das Video einfach cooler kommt. Wenn dir das Video gefallen hat oder du auch neue Inspirationen für dein eigenes Equipment hier sammeln konntest, lass ein Like da, kommentier unter diesem Video, welches Set dir am besten gefallen hat. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keiner dieser coolen, sicken Videos mehr verpassen wirst. Bleib stabil, hier sind nochmal 2 Videos für dich und bis zum nächsten Mal. Peace.